Ja, moin. Es ist ein schön sonniger Donnerstag. Ist heute Donnerstag? Ja, heute ist Donnerstag. Und wir spielen Rocket League. Und wir schauen mal, ob wir heute wieder ein Stück vorankommen im Ranked. Ja, ich sag schön sonniger Donnerstag. Es ist ungefähr, ja, ist kurz nach 11 gerade und ich bin gerade erst aufgestanden. Und ich dachte mir so, jo, eigentlich habe ich in ein paar Minuten irgend so eine beknackte Online-Vorlesung, auf die ich schon wieder gar keine Lust habe, aber ich dachte mir, ja, nimmst vorher Rocket League auf, dann fängt der Tag ganz gut an. Und jetzt bin ich hier, Rocket League ranked, und wir kriegen wahrscheinlich auf den Sack, habe ich so das Gefühl. Aber das macht ja nichts. Da hab ich meinem Mitspieler den Ball kurz geklaut und ich habe ziemlich hart verkackt. Ja, ich dachte mir so, warum nicht? Ich habe auch mal gedacht, ich gucke noch mal in meine Einstellungen. Ich weiß noch nicht genau, was bei rauskommt, aber die Videoeinstellungen sollten. Okay, was machen die da? Habe ich noch mal geändert. Und es könnte sein, dass dass die Quali ein bisschen sich, ja, verändert hat. Oh, der ist doch drin, oder? Schöne Sache. Schöner Pass. Es kann sein, dass die Videoqualität sich ein bisschen ändert, weil ich an den Einstellungen was umgedreht habe. Entweder es wird besser oder es wird schlechter. Was kann es sein? Ich habe noch ein Video geschaut, wo mit die besten OBS-Einstellungen 2020 angezeigt wird. Also, es kann auf jeden Fall nicht schlechter sein, denke ich. Naja, werde ich nach dem Video sehen. Beziehungsweise vielleicht auch nicht. Wenn es zu schlecht ist, werdet ihr es wahrscheinlich eh nie sehen. Aber ich denke schon, dass ich es hochladen werde. So. Mate geht ran. Spiel mal hoch. Bruder, in die Mitte. Ja. Er kam ein bisschen sehr direkt. Aber den habe ich auch ein bisschen verkackt, muss man sagen. Der muss weg. So. Ja, und direkt, wenn ich aus der Aufnahme rausgehe, kann ich direkt meine Online-Vorlesung aufmachen und mich halbgelang halt wieder da reinsetzen und dann mit einem Ohr zuhören. Wahrscheinlich werde ich nebenbei irgendwas zocken oder so. Ich weiß noch nicht. Momentan bin ich so ein bisschen wieder im GTA 5 spielen. Mitbewohner habe ich da ein bisschen drauf gebracht und ja, jetzt hänge ich wieder ein bisschen fest. Der kommt direkt vors Tor. Ja, das, was ich an solchen Spielen immer festhält, ist so, ja, ich muss mehr Geld fahren, mehr Geld fahren, mehr Geld fahren. War eine knappe Sache. So wie immer. Und da war ich nicht anwesend. Okay. Kein Problem. Ja, in solchen Spielen, so wie es für GTA oder Red Dead habe ich auch gespielt, es motiviert mich zwar sehr lange, aber es ist immer nur, ich farme. Ich hole mir Geld, bis ich alles habe, was ich mir kaufen kann. Und dann irgendwann farme ich nicht mehr und werfe das Spiel in die letzte Ecke. Das ist bei GTA schon mal passiert, da hatte ich dann irgendwann so viel Geld und so Autos, dass ich dann so dachte, ja, okay, reicht. Hab nichts mehr zu tun in diesem Spiel. Bei Red Dead ging es ähnlich, ging noch schneller, weil man nicht so viele Sachen kaufen kann. Ich meine, GTA enthält inzwischen 100.000 Autos, gefühlt. Und Red Dead vielleicht zwei Kutschen. Ja. Übrigens habe ich schon mal überlegt, was ich als nächstes nochmal auf den Kanal bringen will. Und nein, es wird weder GTA noch World of Red Dead sein. Scheiße. Ich denke mir, es wird eventuell Battlefield werden. Und ich habe auch richtig Lust, ein paar Isaac-Videos zu machen. Also The Binding of Isaac, ich weiß jetzt nicht, ob das jedem Begriff ist. Aber darauf hätte ich auf jeden Fall Lust. Ich denke, das geht vom Konzept her ganz gut klar. Man kann dazu reden, man kann gut Zeit damit totschlagen und ist eigentlich sich auch zum Hochladen, denke ich, ganz gut. Das Einzige, was ich sehen muss, ist, es wird wahrscheinlich recht lang, so die Videos. Weil so ein Isaac Run kann zwischen 20 und, ich sag jetzt mal, 50 Minuten gehen. Ich habe schon überlegt, ob ich den auch. Und der ist drinnen. Ich habe schon überlegt, ob ich den vielleicht in mehreren Teilen hochlade. Also quasi so, ja, zweimal die Woche würde ich ein Isaac-Video machen und vielleicht das eine Isaac-Video auf, je nachdem, ein oder zwei Folgen ausdehnen.
Aber ich muss mal schauen. Es hängt auch davon ab, wie groß die Dateien dann am Ende natürlich werden. Weil so ein Rocket League-Video ist momentan schon ein paar Gigabyte groß. Und das geht 6 Minuten, 7 Minuten. Wie soll ich es dann erst bei einem Isaac-Video machen, was vielleicht 50 Minuten geht? Da muss ich an den Ausgabeeinstellungen nochmal ein bisschen was drehen, damit es vielleicht ein bisschen runterscaled. Aber wie gesagt, das schauen wir uns alles mal an und dann werde ich entscheiden, wie ich es mache. Ah, da hat der Kollege mir den Ball zugespielt. Ich war zwar nicht wirklich ready dafür, aber machen wir noch. Es sind nur noch 20 Sekunden. Das Match sollte doch eigentlich... Oh fuck, jetzt habe ich nochmal einen guten Pass geliefert. Okay, nehmen wir mal. So, jetzt gibt der Mate mir nochmal einen schönen Pass, damit ich den nochmal reinmachen kann. Oder? Ah, oh, oder ich setze ihn schön gegen Pfosten. Oh, der ist noch heiß. Der ist noch heiß. Schade. Aber das war ein sehr schönes Spiel. Ich habe zwar wieder nur gelabert und mich kaum aufs Game konzentriert. Aber hat funktioniert. Was soll man sagen? Na gut. Ich würde sagen, wir kommen dem Diamant wieder ein bisschen näher. Da ist noch ein ungewöhnlicher Drop. Den kann ich später auch machen. Ja, 7 von 10 Spielen gespielt. Wir kommen Diamant näher. Und daher würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.